Willkommen im Autohändler-Alltag. Von Benzo bis BMW. Willkommen im Autohändler-Alltag. Audi Cabrio. Willkommen im Autohändler-Alltag. Alles was du willst. Willkommen im Autohändler-Alltag. Komm zu dir. Und das ist eigentlich eine Scheiße, Junge. Oh, geht's nicht auf gut. Smiefe. Flaggen oder was? Flaggen oder was ist das? Das sieht aus wie eine Fahne, ja. Oder ein Banner. Das wird wahrscheinlich eine Fahne sein. Das haben die Kollegen uns dann geschickt. Boah. Das hier. Tassen. Du hast doch ganz hübsch. Ach, guck mal, mit Auto. Süß. Mahlzeit bei der Autogesellschaft. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Tschüss. Wer wird Millionär im Autohandel? Guten Tag. Na, hallo. Herr Schwarz, wie sieht's aus? Wie immer, gut. Gut? Ja. Was soll das heißen? Bist du grinsen? Immer gut. Ne, ja, immer gut. Immer gut? Sagen denn die Zahlen hier? Ich bin über technisch tun hier. Mhm. Die Roten darfst du nicht angucken, ne? Nee. Sie sind nicht für dich. Ich sehe ja gar keine Roten. Das ist das Schöne. Leck mich doch am Sack. Immer dieses Zahlengeficke, ey. So, pass mal auf, im Autohandel dreht sich immer nur um Zahlen, 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 Zahlen. Wo kannst du günstig einkaufen? Wie kannst du am besten teuer wieder verkaufen? So ist es ja, das ist ja die Wahrheit. Da will morgen einer kommen. Das war sehr amüsant. Direkt mitnehmen, bitte. Export. Den Audi oder was? Nee, den V-Klasse. Echt? Ja. Ist schon verkauft? Ne, weiß ich nicht. Also, ich habe gesagt, ja, komm, Aschma. Wir werden schon irgendwie eine Lösung finden. Okay, krass. Also morgen abmelden, morgen ist Dienstag, sehe ich, ist doch nicht so problematisch. Ne? Mal ausräumen den Ruß, nicht, sondern mein ganzes Koks da drin ist. Das gestreckte Zeug oder was? Das gestreckte Zeug, ohne. Oh Gott, nee, ist ja wirklich mal, wenn du hier immer die große Klappe hast, weißt du, nee, dass dann wirklich mal die Cops hier an der Bude stehen und sagen, moin, hier bin ich. So, ich überlege die ganze Zeit, ob ich den verkaufen soll oder nicht. Was? Ja. Warum das? Bist du irre? Ich fahr damit nicht. Hä? Steht nur rum, die Bude. Kannst das Geld anderweitig investieren. Hast du es so nötig, das Geld oder was? Ja, extrem. Das ist zu geil, das Auto würde ich nicht verkaufen. Dann nehme ich eine. Zahle ich mein Leben lang ab. Vier-Generationsvertrag. Deine Kindeskinder werden dann auch noch bezahlen für die Bude. Kannst du mal was anderes machen? Nee, ich überlege halt die ganze Zeit so. Fahren tust du nicht. Also ich fahre zu wenig. Ja, und die Kommentare, ja, ich fahre dann damit. Ja, ist gut. Genau. Wenn du dann den Unterhalt und die laufenden Reparaturen auch mitfinanzierst, kann man das gerne machen. Hm. Nee, das Auto ist halt im Unterhalt natürlich auch kein Schnäppchen, ne? Muss man ja davon auch nicht vergessen. Und ich habe noch andere Autos, die ich gar nicht fahre, überhaupt nicht. Kein Meter bin ich die letzten Jahre damit gefahren. Rallye Golf zum Beispiel. Rallye Golf, 928, ich habe noch einen Golf 2 GTI, Golf 1 GTI. Aber ehrlich, da würde ich den Rallye Golf lieber verkaufen als den. Ja, hab ich schon überlegt, irgendwas muss. Ich habe jetzt auch die Corvette abgepreist, weg die Scheiße. Hm. Auch wenn es ein cooles Auto ist, aber komm, weg damit. Was soll ich damit machen? Kaufe ich lieber eine Immobilie, weißt du, ich meine? Investiere die Kohle im Zweifel da und habe meine Ruhe. Also. Hab dann andere Sorgen. Also deine Ruhe hast du auch nie, aber hast halt andere Sachen. Ja. Ich finde das halt ein bisschen gefühlt entspannter, so eine Immobilie. Gefühlt. Weil ich davon auch was hab. Weißt du, ich mein? Na, von dem Auto hast du ja auch was. Ja, hab ich auch was, aber das klingt jetzt echt blöd. Ich bin immer noch sehr im Autothema. Ich habe auch letztens heute auch wieder mit einem ehemaligen Mitarbeiter ein bisschen rumphilosophiert und der hat selber einen Autohandel mittlerweile. Macht das halt so alleine im kleinteiligen Stück für sich. Und ich habe halt zu ihm gesagt, er sagt halt, er verkauft gerne. Ja, der hat bei uns früher als Verkäufer gearbeitet. Und ich habe halt zu ihm gesagt, ich verkauf nie gerne. Ich kauf lieber. Ich habe keine Lust, mit irgendjemandem zu reden. Das klingt jetzt dumm, ne? Als Autohändler. Nie gerne verkaufen. Aber mir macht das keinen Spaß. Es macht schon auch mal Spaß, aber ich fühle das nicht so. Ich fühle mehr irgendwie draußen rumrennen und Autos kaufen. Das fühle ich viel mehr. Das finde ich viel geiler. So, und jetzt habe ich es gehabt, das Auto habe ich seit über 2,5 Jahren. Was willst du jetzt noch machen? Na, es wächst doch gut im Wert, oder? Ist doch eine Wertanlage, so muss man es so sehen. Jetzt noch 2 Jahre warten, ne? Und irgendwie noch 3 Jahre warten und dann bringt er vielleicht 130 oder was weiß ich. Aber ist das nicht der Sinn, wenn man Autos, die alt sind, sich irgendwo hinstellt, dass sie im Wert wachsen? Na klar, aber das ist bei Jägern und Sammlern immer wieder gleich. Du kaufst ein Auto, freust dich, dass du es hast endlich, fährst damit 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Jahre, wie weiß ich wie lange rum. Verkaufst du es und 2 Jahre später kaufst du wieder dasselbe. Okay. So läuft das. Weißt du, ich habe auch noch das Cabrio. Das so richtig Sinn ergibt es eigentlich nie. Weißt du? Ja, Luxusprobleme. Ja, mal sehen. Ich überlege, ob ich es mache oder nie. Wenn dann auch nur, wenn der Preis passt. Also irgendwie verschenken wird auf gar keinen Fall passieren. Hey, Paul. Ja? Wie sieht's denn aus? Satt. Satt, das ist schön. Und sonst? Ja, hast du schon irgendwas ergattern können?
Warum reden doch nicht? Müssen wir über irgendwas reden oder? Nö. Hast du mal keinen erreicht oder was? Doch, ich bin dabei, aber müssen wir erstmal zurückschicken, was der Leute. Ja, man tut da erstmal abklopfen, ob es überhaupt passt, bevor du dir stundenlang was schicken lässt. Mach's andersrum. Du zäumst das Pferd sonst von hinten auf, glaub's mir. Dann müssen wir mal auf Reise gehen, ja? Lieber wir die Dinger einkaufen wollen. Na los, komm mit. Komm mal mit. Wir machen nämlich jetzt gerade wieder Folgendes. Ich habe ja schon. Also früher haben wir ja so angefangen, also ganz, ganz früher mit Autos frei raussuchen vom Markt, abtelefonieren, verhandeln, hinfahren, bla bla. Ne? Mhm. Das machen habe ich zwischendurch dann wieder gemacht. Das ist halt im Teil 3 dann noch drin, also wie es weitergeht, die ganze Story hier quasi, Autohändler, Enrico, bla bla. Ne? Wie alles interessiert, begann. Wie alles begann, genau. Soll es eigentlich noch einen Teil 3 geben, den haben wir bis heute noch nie gemacht. Und da sind unter anderem ist dann theoretisch auch dabei, wie ich den Einkauf damals strukturiert hatte und so ein Scheiß. Hatte ich Einkäufer, separates Büro in Striesen, da wo wir dann gesessen sind und den ganzen Tag Autos abtelefoniert und dann hingefahren, bla bla. So, aber irgendwann war es dann halt so weit, dass ich wieder hierher musste. Letztens hat mal jemand zu mir gesagt, wenn du willst, dass es läuft, dann schick deinen besten Mann, nehme ich dich selbst. Und am Ende ist es immer wieder so, es wird jeder Selbstständige wissen, die Mitarbeiter machen zwar so im Großen und Ganzen das im Sinne des Unternehmens, aber wenn es schwieriger wird, musst du selber ran. Das geht dann halt nie anders und deswegen muss ich dann wieder hierher und dann muss man das Ganze wieder runterfahren und naja. Wie es eben so ist, jetzt baue ich das halt gerade wieder so ein bisschen auf. Weil eben, habe ich heute auch wieder mir erzählen lassen, halt auch andere Händler, dass wir sehen, das Auto 1, BCA und so, alles gerade zu teuer, schreiben auch die Leute in die Kommentare, teilweise, andere Händler. Und ja, das stimmt. Du kannst wirklich teilweise die Autos einfach frei vom Markt wegholen im Zweifel, wenn die Zeit, die Lust, die Nerven hast. Das musst du halt alles haben. Da ist halt die Zukaufbörsen, die klassischen, sind halt schnell und simpel. Wenn du willst, kannst du 5 Minuten 5 Autos kaufen. Das geht. Du kannst aber 5 Tage davor setzen und gar nichts kaufen. Das geht auch. Mhm. Ja? Und deswegen habe ich jetzt einen Paul umgesetzt. Wer sich jetzt fragt, warum, wie sich der eine oder andere vielleicht schon denken konnte, ist der Paul vielleicht. Also ich sag mal so, was für Grundattribute muss ein Verkäufer mitbringen? Ein guter Verkäufer, egal welcher, gut nee, egal nie, aber ein guter Autoverkäufer muss empathisch sein, sensibel, tolerant, Nerven aus Drahtseilstahl haben, humorvoll sein, taktisch geschickt, ein guter Verhandler. Der muss eigentlich alles sein. Alles. Weil es gibt verschiedene Menschen, wie wir ja alle wissen, sehr alle unterschiedlich. Und du musst dich auf alle diese einstellen können. Dann gibt es den Analytiker, dann gibt es einen Typen, der nach vorne brecht, den Rottyp, der muss unbedingt jetzt hier was machen und der macht einen Sprecher und alles, was er sagt, ist Gesetz. Dann gibt es halt den Typen, der ist ganz grün, der muss dann erstmal drüber nachdenken und einen Baum befragen und den umarmen im Wald. Weißt du, ich meine? Ja, solche Leute gibt es halt. Das Problem ist einfach, ein Verkäufer muss leider meiner Meinung nach heutzutage das können. Weil der Kunde kauft nie bloß das Auto, sondern kauft auch dich. Alles. Der kauft deinen Stuhl, deinen Tisch, dein Drumherum. Ne? Mhm. Und der Paul ist jemand, der ist ja, ich habe es nur auch gesagt am Wochenende, er ist halt von der Empathie bei null. Das geht schon fast in den Minusbereich. Was denn? Was lacht ihr hier drinnen? Lisa. Was ist denn da los? Feigst du nicht? Der ist halt bei der Empathie bei null. Naja, oder? Paul, lüge ich? Wenn ich übertreibe, musst du was sagen. Nee. Stimmt das so? Vielleicht nicht ganz bei null. Aber vielleicht bei 5. Ja, so bei. Von wie viel denn? Von 100? Ja. Oder? Kommt schon 5 bis 10%. Oder? Ja, nee, schon. Einfach nichts. So, also. Also, es ist kaum messbar, ne? Seine Empathie. Ich sag dir so, wie es ist, das gefällt halt. Es gefällt manchen Kunden. Es gibt nämlich Kunden, die kommen hierher und wollen ein Auto kaufen und wollen gar nicht irgendwie jetzt irgendwas wissen. Weißt du, ich meine? Mhm. Das funktioniert bei der Hälfte auch. Die andere Hälfte holst du eben damit nie ab. Und das ist halt schwierig. Damit verpreist du im Zweifel auch Kundschaft. Es ist halt so. Der Paul wird dann nicht glücklich, weil er verhofft dann natürlich weniger. Und ich werde damit natürlich auch nicht glücklich. Und bevor ich mich irgendwie, habe ich zum Paul gesagt, bevor wir jetzt irgendwie anfangen, bevor ich mich von jemandem irgendwo trennen oder sowas, überlege ich halt immer noch mal, was kann man mit dem anderen weiter machen? Wo sind denn seine Stärken, wo sind die Schwächen, was kann ich vielleicht drehen? Und weißt du, wo du denn sein fehlendes, empathisches Verhalten am sinnvollsten ist? Wir haben Einkauf von Autos. Da interessiert es nämlich nicht. Und du darfst nämlich beim Einkauf von Autos auch keine Angst haben. Da muss nämlich egal sein. Auf Deutsch gesagt, ich hatte früher Einkäufer, die hatten Angst, was ich hier, das Auto kostet 45.000. Du kaufst das Ding ohne Gewährleistung, ohne Garantie, so wie es ist, ohne Inspektion oder was weiß ich. Und was halt alles gerade dran wäre und du haust deine 40 um die Ohren.
Ne, und der Kunde sieht dich am Zweifel nie wieder. Ne? Also wenn er dich nie betrogen oder belogen hat, ne, dann sieht er dich ja nie wieder. Der hat seine Ruhe. Und da haben halt die Autonormalverbraucher hat er Angst, das so zu machen. Interessanterweise haben wir hier Kunden, die haben damit gar kein Problem. Die anrufen, die könnten alles Einkäufe anfangen. Weißt du? Die haben gar keine Hemmung zu sagen, was? Kostet 35, ich gebe 28. Aber mit TÜV und Service bitte neu. Hast du, ne, da denke ich mir, Alter, krass, die könnten eigentlich bei uns anfangen im Einkauf, weil die sind hemmungslos, ja. Und der Paul ist relativ hemmungslos, was das angeht. Der macht schon keinen Kopf, geht analytisch hintereinander weg vor, hat sich hier seine wilden Computer aufgebaut. Musst du mal gucken, da habe ich echt gedacht, was macht denn der hier? Der hat ja das NASA-Testzentrum aufgebaut für mich. Ja, guck mal, der hat hier zwei Tablets und ich weiß gar nicht, was er da macht. Ja, ich hatte früher einen Computerkunde und da habe ich mir Autos ausgesucht, habe die ausgedruckt und angerufen. Schlecht, wenn der Chef nicht weiß, was die Angestellten machen, oder? Du sagst es, André. Das ist geil. Der macht das ein bisschen wie Deutschland in den Vorrundenspielen, macht du gerne mal ein Eigentor. Gestern ist Europameister Deutschland geworden, oder? Also bei uns in der Gegend hat es übrigens gescheppert und geknallt. Ne, wirklich? Ehrlich? Ich hab gedacht, was? War das Kind direkt wach? Ich dachte, nein! Scheiße! Die ganzen Italiener, ja? Also, ich weiß nicht, ob wir so viele Italiener gestriesen haben, aber ich glaube, die haben sich einfach gefreut, so für die Italiener, die Deutschen. Ja. Meine, um ehrlich zu sein, habe ich auch ein bisschen mehr für die Italiener gefiebert. Die haben einfach gehofft, dass dann beim Italiener um die Ecke die Pizza für 50% gibt. Ja, stand schon in Startlöchern. War gestern übrigens noch beim Italiener extra. Na, Ronny? Ronny hat bald Urlaub. So, und sag mal, Hermann, lieber. Ja, warte, ich drück jetzt. Also, pass auf, ich habe jetzt folgendes gemacht. So wie ich es früher schon gemacht habe. Ich suche mir die Autos raus, spiele ihnen das vorgefertigt zu, schicke ihnen einen Link in der Liste oder was. Oder genau. Per WhatsApp. Oder per WhatsApp. Sag ihm meistens nochmal was dazu oder eben auch nie. Und dann telefoniert er das ab. Dann besprechen wir die Vorgaben, was sind die Parameter, was ist mit dem Auto. Passt das für uns, passt das nie. Und dann quatschen wir über den Preis. Und wenn das passt, machen wir es klar oder eben auch nicht. Und so sind wir also auch jetzt bundesweit unterwegs. Wo ist denn jetzt der TL? Der TL ist gerade hinten lang gerannt, sag mal selber. Das ist furchtbar, die brauchen wir. Das Problem ist, du kannst in das Haus hier im Kreis laufen. Das ist ein großes Problem für uns. So, hier ist der Haus. Ja. Wer? Nee, das ist nicht was. Der ist hier hinten irgendwie hintergegangen, hätte ich jetzt gerade gedacht. Achso, naja, kacken. Gekackt wird zu Hause, Alter. Wer weiß. Es wird hier ausgeschissen und ausgepisst hergekommen. Junge. So. Genau. Hast du schon irgendeinen hier von denen angerufen? Warte. Ne, hier. Was ist das? Einen Preis gegeben. Was soll denn das? Warum druckt das Ding nur zwei Seiten? Doch nie wegen das hier. Guck mal. Die ganzen Ausdrucke, das ist das letzte. Ist aber nicht schlimmer, dann kann ich mir hier die Zusatzinfos draufschreiben. Also egal, ob ich mir einen Extrazettel nehme oder das dort. Genau, wie was man es auf der Rückseite schreibt. Zu einfach. Okay. Den finde ich ganz geil. Soll ich jetzt mal sagen, was ich geil finde? Na dann, tu mal raus, ja. Jeep Wrangler. Freeman, Black Coat. Hier bist du schon durch, oder was? Nö. Achso. 235i. Jawohl. S5V8, der ist ganz schön teuer, aber die sind selten geworden. Der ist relativ preiswert, da musst du mal nachfragen, was los ist. Der ist wirklich vom Preis her interessant. Die C-Klasse ist sehr schön, aber relativ teuer. Zusammen? 19 Zoller drauf, AMG innen außen, sehr schönes Ding. Nachfragen. Sowas hat man lange nicht mehr. Mazda 3 MZR. Super geil. Wirklich ein seltenes Auto mittlerweile. Und mein Dauerbrenner und Dauerläufer VW Passat CC 3.6. Die hat wer jetzt rausgesucht von euch beiden? Den finde ich gut. Auf jeden Fall ein Antwort. Und eine Corvette C4 Handschalter Cabrio. Geil. Naja, das sind alles die, die mir gestern Abend. Da kannst du mal Vollwache machen. Ne? Gestern Sonntag Autos rausgesucht, Bestand gemacht und. Das machen wir halt Sonntag. Mit Skin Flip. Dann hat sich der Rego bestimmt gewundert, dass nie allzu spät nach der E-Mail eine Antwort kam auf die E-Mail. Ja. Was hast du eigentlich gemacht? Was habe ich denn da gestern gemacht? Nee, nach Autos gesucht offensichtlich. Aber ist nicht schlimm. Mit Sicherheit rumgelegen. Muss ich geguckt. Ja, wahrscheinlich. Geld? Ja, hast du jetzt irgendeinen, mit dem wir jetzt, wo wir jetzt gucken müssen und dann entscheiden müssen, oder? Ja, die sind entschieden. Und hier warten wir mal an. Sind entschieden? Was ist denn das? Von dir. Okay. Von Weiser, um die Ohren. Okay. Und hier, gucken wir mal, da hat man ja hier schon. Ja, genau. Am Samstag ja schon. Genau, dann rufst du den mal an. Da warte ich noch auf Unterlagen. Mit den haben wir doch telefoniert zusammen am Samstag. No, was würden der von Unterlagen schicken? Du wolltest noch mal haben, Serviceheft und Fahrstelle mal. Hat er nie geschickt? Noch nicht. Okay, hat vielleicht auch anderes zu tun. Hier
schickt er im Laufe des Tages der Sendung auch ja. vielleicht den ganzen Tag zu Hause. Ne, wahrscheinlich musst du auch arbeiten. Genau. Wie manche Menschen eben. Richtig. Auch. Aber wie du das schon gesagt hast, ne? Bei dem steht drinne Vorhalter 1, also dachte der erste Hand. Ah, ja, sag ich ja immer wieder. Ne? Drum wobei ja. Prüfe, wer sich ewig bindet, ob sich nicht was Besseres findet und nachfragen, wer fragt, der führt. Das ist halt wirklich das Thema. Und das ist halt so, wenn du empathisch bist und neugierig, dann fragst du automatisch. Deswegen fällt es, ja ist so, ne? Fällt es Leuten, die neugierig und empathisch sind, leichter alles Sachen zu verkaufen. Weil Verkaufen funktioniert immer über dieselbe Schiene. Über eine Bindung herstellen. Funktioniert immer wieder gleich. So, gut, Paul. Machst du jetzt der Tenor? Dann sind wir noch nicht weiter. Ich stehe jetzt gerade groß. Na, die zwei werde ich jetzt anfangen, habe ich ja von den anderen. Na? Und dann? Du beschäftigst dich viel zu viel damit. Die hier. Normalerweise müsstest du schon fünf alles bekommen. Ja, ich glaube, ich mache ihn an. Blöd, auch Spaß. Komm. Na, mach mal. Dauert mir jetzt so lange. Mal gucken, ob ich ihn an den Telefon kriege. Dann gleich, ja? Wollt ihr mal dabei sein? Ja. Mal gucken, ob ich irgendwen erreiche. Das ist natürlich über den Tag immer ein bisschen schwieriger. Ich habe sowas immer ganz gerne abends gemacht. Ach, so, was nehmen wir denn jetzt hier? Was gefällt mir jetzt? Ich weiß nicht, da steht nämlich gar nicht dabei. Sommerröder. Hat sie lassen vorbereit. Kleine Mängel sind noch zu beheben. Das klingt nach Arbeit. Ich will sagen, nimmst du gleich den, das ist ein gutes Beispiel. Ach, du bist hier den Passat CC. Sag kein VW CC, ne, sondern ein Festnetznummer. Ne, das kann natürlich schwierig werden. Aber Festnetznummer ist meistens eine ältere Person. Garagenwagen 58 runter ist ein Rentner. Zwei Besitzer angeblich. Mal gucken, ob er rangeht. Das ist bestimmt in seinem Garten, wollen wir wetten. Ja, Tetzlaff von der Autogesellschaft aus Dresden. Ich begrüße Sie. Schönen guten Tag. Hallo, und zwar habe ich einen VW Passat CC bei mobile.de entdeckt und der ist mir ins Auge gestochen und da habe ich zwei, drei Fragen noch dazu. Darf ich Sie kurz damit belästigen? Passt Ihnen gerade? Ja, das ist doch perfekt. Ich habe gelesen, das Fahrzeug ist aus zweiter Hand. Ist das korrekt? Sie sind quasi der Zweitbesitzer, vor Ihnen hat es nur einer gehabt. Aha, also erster Hand Volkswagen. Aha, okay. Ah, mit 14.000 gekauft. Okay, okay. Und seit wann haben Sie den da jetzt? Seit Jahreswagen war das ja wahrscheinlich gewesen, oder? Seit März 2010. Okay, also jetzt 11 Jahre sozusagen. Checkheft gepflegt ist er, habe ich ja gelesen, ne? Und Long Life, wann war denn der letzte Service gewesen? Also DSG ist gemacht, okay. Und Haldex ja auch, ne? Plus Kerze. Also die 60.000 haben Sie schon gemacht. Das sollte dann also passen sozusagen. Na, wir besprechen das dann gleich nochmal hier hausintern und der Herr Neumann meldet sich in 30 Minuten bei Ihnen nochmal. Und dann checken wir mal die Fahrgestellnummer gegen und dann können wir uns ja nochmal unterhalten über eventuelle Details. Perfekt, ich bedanke mich für Ihre Auskunft und dann bis später. Dankeschön, tschüss. So, so einfach kann es gehen. Zack, Auto gekauft. Ne? Das ist eigentlich ein Auto, so wie es sich jeder wünscht. Ne? Ist von einem älteren Herrn, also älter ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Ne? Aber ich denke mal so in die 50er. Ne? Mitte 50 wird er sein, große Kinder, Enkelkinder. Ne? Und ihm geht das halt jetzt quasi auf den Sack hinten mit den Sitzen. Ja. So, ne? Und jetzt hat er das Ding hier auch schon seit 2010 und will mal was Neues. Und das ist eigentlich optimal. War ein Werkswagen. Und hat schon was Neues? Nee, hat er noch nicht. Aber ich glaube, den juckt es auch nicht, weil 500 Meter bis zur Arbeit. Und daher auch die wenigen Kilometer. Ne? Und wenn er gefahren ist, dann nur für längere Fahrten. Er hat gesagt, er macht den Sechszylinder ja nicht an für 500 Meter. Ne? Ja, logisch. Und jetzt sucht er halt wieder was mit Dampf. So, mal gucken. Er weiß noch nie genau was. Mal abwarten. Aber Fakt ist, das Ding ist erster Hand VW. Seit 14.000 Kilometer und seit 2010 hat er die Bude. Ist Checkheft gepflegt, alles bei Atu. Warum? Also nach der Garantie. Ne? Die ersten zwei oder drei Jahre noch im Service bei VW gewesen, danach bei Atu, weil die Schwester bei Atu arbeitet und kriegt da Personalrabatt. Aber was alles gestempelt, alles ordnungsgemäß gemacht und der ist sogar in Anführungsstrichen in Kontrollfreak oder beziehungsweise im Controlling, dass der also auch arbeitsmäßig wohl, wie ich es mir schon gedacht habe, ja. Weil Kinder stellt sich sonst beim Service die ganze Zeit daneben. Nimmst einen Tag frei und guckt. Ich weiß, dass das für viele Mechaniker das absolute Horror-Szenario ist, ja, wenn da jemand daneben steht ja. Die ganze Zeit, aber bei ATU geht das eben. Wird sonst nicht so gerne gesehen, normalerweise, ne? Weil geht dir auf den Sack, wenn du die ganze Zeit neben dir stehen hast und die ganze Zeit zuguckst, was du machst. Ja. In deinem Arbeit, in deinem Job, ne? Gibt Jobs, da ist das halt so, wie Straßenbahnfahrer oder so, ne? Ansonsten, Reifen sind alle top vom Profil her, aber eben alt, 5-6 Jahre alt, Ölverbrauch 0, Bremse vorne Belege neu. Türen ringsrum mal lackiert, wegen Rost auf Kulanz von VW. Hat jetzt aber aktuell keinen Rost mehr. Und ansonsten funktioniert alles im Auto und Gebrauchsspuren hat er auch keine. Ich denke, es ist ein Auto, was du kaufen kannst. Das ist auf jeden Fall so. Lass uns da mal die Fahrgestellung mal geben. Genau. Wann hast du das? Checken das ab. Halbe Stunde. Dann rufst du den mal an. Hab ich ja gesagt, dass du dich meldest. Genau. Gib dir mal dein Telefon wieder. Und
Das war jetzt natürlich vielleicht ein bisschen ein Paradebeispiel. Der war gerade da. Der hat Lust, das Auto zu verkaufen. Der hat erzählt, dass gestern schon der Tscheche angerufen hat. Der braucht aber einen Fünfsitzer, weil die Autos gibt es als Fünfsitzeranlage. Habe ich aber so, glaube ich, selten die Fünfsitzeranlage bei dem Ding. Sonst ist es ja eigentlich ein Viersitzer. Man darf immer nicht vergessen, ist ja wirklich so, wir kaufen ja die Katze mehr oder weniger am Sack. Ich muss mich ja auf den seine Aussagen verlassen und das halt fort überprüfen. Klar kann ich Fehlerspeicher auslesen, klar kann ich Lackschichten messen und eine Probefahrt machen. Aber wenn die Karre Öl zieht oder die Kette im Zweifel im Kalten klappert, habe ich 50-50, dass du das immer gleich mitkriegst. Aber kann natürlich bei einem Auto 1 oder genauso passieren. Ne, wenn's ja, viel schlimmer im Zweifel. Ne? Aber da kannst du denen im Zweifel ja noch auf den Sack gehen. Da kannst du ja vielleicht dort noch sagen, hier, ey Keule, guck dir das nochmal an. Ne? Ja. Hier bist du dafür selber verantwortlich. Wenn das Ding irgendwie scheiße ist, hast du im Zweifel erstmal ein Problem. Ne? Der steht doch nicht so weit weg, deswegen ist das schön zum Üben. Da wollen wir jetzt keinen riesen Reibach machen an dem Auto. Ehrlich nicht. Also wenn du die Kosten abziehst, was der Paul kriegt, Transport, die Zeit, die du darauf aufwendest, Gewährleistung runter, aufbereiten, wirst du nicht einen Reibach machen an dem Auto. Aber es ist gut zum Üben. Und ein schönes Auto, so bis 15 Mille. Und das ist halt schwierig zu bekommen zurzeit. Zwischen 10.000 und 15.000, was mit wenig Kilometer, 58 runter, ist nichts. Ja, das stimmt. Da fahren wir morgen wahrscheinlich hin und holen das Klo. Ne? Der hat ab 14 Uhr mal Feierabend, 14.30 Uhr können wir den belästigen. Klingt doch gut. Fahren wir schön nach Mittagessen los, Juri. Ne? Juri! Eigentlich ging es um die Rakete hier. Und soll ich euch jetzt mal was sagen? Ich weiß noch nicht so richtig, woran es liegt, aber die Mustang-Preise sind massiv gestiegen. Ja? Aber massiv. Ich habe eine Vermutung. Eine Vermutung ist, ganz viele Autos sind irgendwie nach Frankreich, Belgien und sonst wohin verkauft worden. Das heißt, sind also viele vom Markt verschwunden. Ich habe heute gesehen, das ist kein Quatsch, ein großer Autohändler, der sich auf solche Autos beschäftigt hat, drüben Richtung Dortmund, verkauft jetzt das Facelift-Modell für einen Fuffi. Wir haben das Facelift-Modell mit 2.000, 3.000 Kilometern runter, volle Bude schon für 45 mal verkauft. Ein halbes Jahr alt. Weniger, krass. Mehr, also weniger, ne? Aber jetzt nicht für 5 Mille mehr. Verkauft er das. Ja. Und die Autos sind teuer geworden. Und ich würde auch behaupten, dass der Preis hier für das Auto mehr als gerechtfertigt ist, wenn ich mal so sehe, was an dem Ding schon alles gemacht wurde. Allein die scheiß Räder waren irgendwie 4 Scheine. Und da hat man auch nie gegeizt, ne? Hier ist ein Pilotsport drauf. In der Größe kostet der Drecksreifen, wissen Sie, 400 Euro oder sowas. Brutto. Uiuiui. Ui. Das ist pervers. Die sind wirklich pervers teuer. Ich glaube, hier reichen 4.000 Euro gar nicht, ne? Und die sind nur fast neu. Also die sind wirklich noch tutti frutti. Die passen eigentlich gar nicht zu uns, weil die sind zu neu, die sind aus 2020, das geht eigentlich gar nicht. Das stimmt, ne? Die müssen wir eigentlich wieder runter machen, da müssen 18 Jahre alte Hunden noch. So, was ist denn hier? Ja, Peter Pervers, ne? Die sind halt auch neu. Das ist schon echt krass. Dann hat er hier so die Bremse, was haben wir hier? Was? Masch? Was steht da drauf? Asch Motorsport. Jetzt weiß ich eben nie, ob das jetzt irgendein anderer Sattel ist oder irgendwas, das müssen wir sich schon mal angucken. Das mit dem Pferdchen hat schon mal angesprochen, ob das hier so legitim ist, weiß ich nie. Das wirst du in der ersten Polizeikontrolle auf jeden Fall rausfinden. Aber ich kann jetzt, in einer Sache bin ich mir schon relativ sicher, wie das Ding klingt. Dann hat er auch ein, ich meine, das war der mit dem KW-Fahrwerk, ne? Ja. Oder? Ich sehe auf jeden Fall Federn. Oh ja, doch. Ich sag mal, es ist ein KW-Fahrwerk. Guck mal den Dämpfer hier an. Also sieht aus wie eins. Siehst halt kaum was. Siehst du schlecht. Ja. Na, hinten dort. Na? Ja. So, dann hat er eine andere Ansaugung drin, eine komplette Abgasanlage, die wahrscheinlich auch scheiß teuer war. Wisst man nicht, was war denn das? Nee. Aber ist garantiert noch ohne TÜV. Also der nächste, der das Ding kauft, sollte schon wissen, was er macht. Ein Zaunkunde. Richtig übel. 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 Und dann ist halt das Problem, dass das Auto sehr gehypt ist. Paul, was ist los? Wollen wir den Woche den gelben SLK abholen? Ja, das klingt gut. Ja? Dann mache ich das fest, dass wir den die Woche abholen noch. Ja. Gerade einen SLK 230 Kompressor am Start gebracht. Den habe ich auch ausgedruckt. Seit 2013 stillgelegt. Oh krass. Motor gestorben, dann so, wollte die Tochter das mal fahren. Und dann ist die Mutter, nee, Quatsch. Die Tochter soll es mal übernehmen, das Auto. Das war das Auto von der Mutter. Und die ist dann halt leider verstorben. Und die Tochter wollte aber dann nicht mehr fahren. Was ich irgendwie auch so ein bisschen nachvollziehen kann. Hat erst 6.000 runter. Er ist ja gerade der ersten Serie. Und überleg mal, erste Zulassung 96. Nur noch 5 Jahre hat die Karre ein H-Kennzeichen. Wie krass ist denn das? Mhm. Das ist überschaubar, ne? Ja, das geht. Wir haben schon wieder gleich 22, das sind so noch 4 Jahre. Ist heftig. So, wir haben ja hier schon mal grob gezeigt, was an dem Ding ist. Was ich mal machen will, ist mal eine DB-Messung. Wie seht ihr das? Wir waren ja mit dem Ding schon auf dem Leistungsprüfstand, das Video ist bloß noch nie gelaufen. Wollen wir hier mal nochmal eine Leistungsmessung machen zum Vergleich, ob der ein Upgrade drauf hat? Wäre interessant, ne?
Wäre mal interessant, ne? Den haben wir aber schon mal gezeigt. Ich würde sagen, wir fahren mal eine Runde Probe, oder? Ja, gerne. Bin ja mal gespannt, wie das unter Last klingt. Aber ich sag mal, grob, nur überschlagen. In dem Auto stecken Materialwert. Ich sag mal, die Felgen waren wahrscheinlich so eine knappe 5, ungefähr, zwischen 4 und 5. Ich nehme an, das Fahrwerk liegt so bei einer runden 3. Abgasanlage auch noch mal. Also ich würde mal vermuten, 11.000, weiß nicht, was die Ansaugung kostet, vielleicht auch ein Taui, so 12.000 Euro. Krass. Hm. Hat er bestimmt noch mal verjubelt in die Kiste. Mindestens. Und das sind die ganzen Kleinigkeiten, wie die Bremssättel, Pulver und so, was er da gemacht hat. Ein bisschen Spittelkram, noch nie dabei. Ne? Also er hat schon jeder gut versenkt. Dann halt hier alles ein bisschen schwarz, das ist noch nicht mal lackiert. Ich glaube, das sieht aus wie gepulvert. Ne? Also, klangtechnisch, ne? Peter pervers. Wir lassen ihn jetzt mal tuckern und ein bisschen heiß werden. Machen wir ein paar Schilder dran und dann sehen wir uns gleich wieder, oder? Ja. Am Samstag war hier jemand angekündigt für den Cayman GTS. Ja. Wenn du so ein Auto kaufen würdest wollen, wisst ihr ja ohne, dass da irgendwie 5 oder 6 Mann oder weiß nicht wie viele da vorher schon drauf rumgeritten sind und jeder hat eine wilde Fahrt auf der Autobahn gemacht und gib ihm alles. Nicht bloß, dass wir schon erlebt haben, dass die Autos für Schrott gefahren wurden, beschädigt wurden, versüfft hinterher sind, gut, das ist noch das kleinste Problem, Teile ausgebaut wurden oder teilweise komplett, viele Händler kennen das leider auch, komplett gar nicht mehr wiedergekommen sind, weil unterschlagen, dann überlegst du natürlich bei solchen Fahrzeugwerten schon eher, wenn du jetzt im Zweifel wie irgendwas mitgibst. Mhm. Und fragst natürlich berechtigterweise auch ein bisschen ab, guckt ihr euch noch mehr an, wann soll denn die Entscheidung zum Fahrzeug fallen, ist der Entscheidungsträger mit dabei, musst du mit deiner Frau drüber reden, das fragst du ja vorher ab, wie wir zum Zweifel bezahlen wollen, weißt du, ich meine? Mhm. Klar sind das für manche vielleicht indiskrete Fragen, aber es gehört halt mehr oder weniger mittlerweile zum Geschäft dazu. Wie früher, hörst du einen Schlüssel, fahr eine Runde, geben wir mal deinen Ausweis, viel Spaß, das ist lange vorbei. Geht schon aus versicherungstechnischen Gründen schon gar nicht mehr. Na? Und wer das nicht kapiert, naja, dann kannst du halt Uni helfen. Und da hat man auch einen hier auf das Auto und das war echt, ich erzähle jetzt wirklich keinen Quatsch, wie es gelaufen ist. Da war einer da, irgendwie eine Woche vorher, eine Woche zuvor, am Wochenende beim Tom. Und irgendwie, keine Ahnung, hatte der Tom das Gefühl so, der kauft das Ding eventuell. Ne? Hat gesagt, wenn du es kaufst, wenn du es haben willst, wenn es dein Auto werden könnte, kannst du eine Runde drehen. Mhm. Ne? So. Also grundlegend kannst du Probe fahren. Aber wenn du sagst, ich gucke mir noch drei andere an. Wozu brauchen wir da jetzt Probe fahren, wenn du dir schon drei andere anguckst noch? Also das ergibt irgendwie keinen richtigen Sinn. Ja, da bin ich mal gefahren, da weiß ich, wie es fährt. Ach so, na, da musst du jetzt zu Sixt gehen. Ja. Na, naja, das ist ja keine Leihwagenstation. Weil, na, das ist halt für uns halt immer ein bisschen schwierig. So, ich weiß, dass viele vielleicht sagen, nee, das geht gar nicht klar und so. Das verstehe ich auch. Aber ganz ehrlich, so wie es gerade läuft, wird es bei den allermeisten Händlern schwierig, einfach mal so eine Probefahrt zu machen. Das kann ich dir versprechen. Jedenfalls kam da halt, wie gesagt, dann der Kollege von dem Interessent für das Fahrzeug halt am Samstag wieder vorbei. Und die Lisa hat dann einfach noch, hat mal ein bisschen abgeklopft. So, wie sieht's denn aus? Entscheidung, soll die denn heute fallen, nächste Woche? Guckst du dir noch was an? Was gibt's denn für Vergleichsfahrzeuge, Entscheidungsträger, wie ich eben gerade schon gesagt hatte. Mhm. Und das Ende vom Lied war dann, dass er dann zur Lisa gesagt hat, ich weiß nicht mehr genau den Wortlaut, dass er da keine Lust jetzt drauf hat, weil ihn das zu anstrengend ist oder irgendwas. Oder irgendwas hat ihn halt nie gepasst. Weil die Lisa einfach nochmal ganz freundlich und höflich natürlich auch nochmal ein bisschen gefragt hat, wie ist denn der Plan. So, und das Ende vom Lied war dann, dass der dann abgerückt ist. Direkt wieder, ich habe das auch mitgehört, der war reichlich angepisst. Mhm. Okay. Ich nehme auch mal an, dass das wahrscheinlich uncool kommt, wenn dann irgendwie so die Frau zu dir sagt, hier, mhm, erzähl mal. Ja, der fühlt sich auf den Schlips getreten. So ja, genau. So. Ja. Ja. Ist halt ein schwieriges Thema, komm, ich steige mal ins Auto ein. Ja. Und für alle die jetzt irgendwie der Meinung sind, das geht ja gar nicht klar, ich muss da vorher fahren, na klar kannst du fahren, wenn du sagst, dass du auch wirklich gesteigertes Interesse daran hast, an dem Auto das auch zu kaufen. Und wenn schon vorher klar ist, dass du dir noch 5 andere anklotzt, das gestatte mir mal folgende Frage. Und beantworte die mal ganz realistisch ehrlich zu dir selbst. Wenn du nicht gerade irgendwie ein 1000 Euro Auto verkaufst oder 2000 Euro Auto, ja, im Netz. Und es kommt irgendeiner daher, was ich, du verkaufst ein Auto für 15 Mille. Das ist ein super Zustand, ja, oder 20.000 oder mehr, ist ja egal. Das ist ein super Zustand, das ist Kratzer, Dellen, Bollen frei. Und da kommt einer und der sagt, ich will eine Runde fahren. Ich weiß aber noch nie, wann und wie ich mich dafür entscheide. Würdest du dann sagen, na klar, viel Spaß, wir sehen uns in einer Stunde wieder. Oder sagst dann, naja, du, pass mal auf, wir fahren vielleicht eine Runde Probe, wenn du dir sicher bist, was du willst. Mhm, ja klar, ja. Vergessen viele, ne? Obwohl die selber wahrscheinlich genauso machen müssen. Also, irgendwie. Ne? So sieht's aus, weil jede Fahrt, die jemand andere mit deinem Auto fährt, birgt die Gefahr, dass irgendwas passieren kann. Ja. Was wir alle schon erlebt haben, leider Gottes. Und nicht bloß immer. So.
Das ist halt ein Punkt. Und der Knaller war, und jetzt pass auf, so können die Leute grundsätzlich, grundlegend krass verschieden sein. Der erste Interessent ist quasi auf Deutsch gesagt beleidigt, abgezogen. Mhm. Haben wir halt ein Auto nie verkauft, aber ich denke, da haben wir meiner Meinung nach vom Gefühl her alles richtig gemacht. Der zweite, dann ohne Quatsch, dann schrieb früh um 9 oder so in eine E-Mail, ob er vorbeikommen könnte, dem Cayman angucken. Und der kam dann auch, wisst ihr, was der gesagt hat? Fahren will ich nie, bin ich schon. Und die sagen so, hä, wie, warum? Aha, wie kommst du denn darauf? Naja, wenn ich so ein Auto kaufe, für mich sind drei Fahrzeuge zur Auswahl gekommen. Bei meinem letzten Auto. Und bei denen habe ich das jetzt wieder so gemacht. Und das muss man sich jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen. Und so verschieden können die Menschen sein. Der hat gesagt, was nützt mir jetzt eine halbstündige Probefahrt? Wie soll ich denn dann ein seriöses Resümee aus diesem Fahrzeug für mich ziehen in meinem Leben? Hm. Also, wie kann ich denn in einer halben Stunde oder einer Stunde Probefahrt rausfinden, ob das Auto zu mir passt? Also hat er sich Kannst du nicht seriös einschätzen. Vorher gemietet oder was? Er hat es vorher gemietet. Krass. Bei okay. Porsche. Und zwar hat er einen Boxster aber gemietet. Ja. Mit dem Motor. Okay. Er hat dafür, was hat er gesagt? 3 Tage, 4 Tage, 800 Euro, irgend sowas abgelegt. Krass, okay. Ja, und hat das dann auch, er hat jetzt einen RS3 und hat das mit den anderen Autos, da war A45 zur Auswahl und auch irgendein Porsche und hat das bei allen anderen auch gemacht. Und er dachte sich halt, pass auf, dann habe ich halt 1000 oder mehr Euro versenkt. Mhm. Der hat dann aber auch das, was er gemietet hat, den Betrag fairerweise abgezogen bekommen, weil er das Auto dann gekauft hat. Mhm. Ja, macht Sinn. Ja. Macht Sinn. Und so, das ist doch seriös. Aber überleg dir mal, manche schreiben per Mail, ob die ein Auto übers Wochenende ausleihen könnten. Ne? Einfach so für Umme zum Probefahren. So. Ja, ist so. Und andere schreiben manche, so. Ne? Keine Frage. Und der hat dafür bezahlt und hat dann eben hinterher gesagt, aber so bin ich immer gut gefahren. Mhm. So ist mir noch nie Fehlkauf passiert, wo ich irgendwie ein Auto gekauft habe und irgendwie 3 Tage später festgestellt habe, ach scheiße. Ja, krasser Typ, ne? Ja, aber so bei so einem Wert, das Ding kostet über 70 Kilo. Mhm. Und bei einem Auto für über 20 mag es vielleicht übertrieben sein, aber wenn ich so viel Geld anlege, dann ist das eigentlich nur, wenn es geht, das irgendwo zu mieten, macht das Sinn. Mhm. Na klar, ist ja auch absolut. Wenn ich wirklich damit länger fahren will, wenn ich jetzt nicht der Typ bin, dann sage ich, nächstes Jahr fahre ich sowieso eine andere Karre, ist mir doch scheißegal. Mhm. Wenn das der Fall ist, ist ja in Ordnung. Ne? Aber wenn du damit 5-6 Jahre fahren willst, ist das absolut sinnvoll. Und dann, weißt du was, wenn du einen neuen Passat fahren willst oder nie weißt, was du haben willst, oder ein Octavia, Superb, weißt du, kriegst du bei Mietwagenstation mit dir fahr 2 Tage, dann weißt du, ob dir das passt oder nicht, ob dir das was taugt oder nicht. Für so viel Geld sollte man das machen. Du kannst ja wirklich nicht in einer halben Stunde feststellen. Das ist ja. Das ist doch Bullshit. Ne? Na klar. Bullshit. Ne? Da geht es einfach nur noch mal um den Eindruck zu bestätigen, um mehr geht's nicht. Mhm. Du kannst in einer halben Stunde oder dreiviertel Stunde Probefahrt nie wirklich das Auto seriös ausgiebig testen. Das ist doch Quatsch. Das macht bei älteren Autos mit mehreren Kilometern Sinn, ne? Ob das Auto speziell dann gut fährt. Ja, ob das fährt. Ne? Aber bei einem Auto, jetzt mal ohne Mist, was 7.000, 8.000 Kilometer runter hat, wie soll denn das fahren? Ja. Na klar fährt das wie neu, alles andere ist doch Schwachsinn. Mhm. Weißt du, was ich meine? Klar fährt das wie neu. Naja, aber so sind die Leute, ne? Hast du schon gesagt, da kriegen wir bestimmt gleich wieder einen Endsterner rein. Ja, geil. Zack, bumm, war wieder eine drin. Man kennt sie. Ja, ist du. Aber das juckt mich mittlerweile nicht mehr. Das ist mir mittlerweile wirklich scheißegal. Kann ich eh nicht ändern. Weißt du, Sven? Wir haben eh einen ganz guten Schnitt inzwischen. Ja, also, vielen Dank nochmal an der Stelle. Aber das ist, und das verstehen halt manche auch einfach nicht. Und ja, wenn du das nie gut genug verpackst, kann es halt passieren, dass der Gegenüber das komplett falsch auffasst. Mhm, ja. Oder manche kommen eben auch mit der Erwartungshaltung her, ja, da fahrst du eine Runde Probe. Und wenn du dann sagst, naja, warum wollen wir jetzt Probe fahren, wenn sie doch aber jetzt noch 3 andere Autos angucken? Weißt du, natürlich ist es dir lieber, der Kunde ist mehr oder weniger schon durch mit seiner Entscheidung. Mhm. Und die Fahrt ist jetzt nur noch mal zur Bestätigung. Das ist für viele Autohändler so ein bisschen ein rotes Tuch mittlerweile geworden. Weil die Kunden gehen auch mit den Autos nicht mehr ordentlich um. Ich habe auch noch nie erlebt, also außer die haben es dann hinterher gekauft, aber dass hier ein Probefahrer das, was er verfahren hat, wieder reingetankt hat. Mhm. Noch nie. Ja, noch nie. In 15 Jahren Autohandel nie. Mhm. Noch nie einmal. Und weißt du, wie viele Autos wir schon auf Probefahrt hatten? Zigtausende. Mhm. Dass wenn dann der Kunde das im Zweifel gekauft hat und er hat einen Zehner nochmal reingetankt, weil der Sprit sonst im Zweifel nie gereicht hätte, weil es länger gedauert hat oder sonst was. Das hast du mal. Mhm. Aber dass jetzt einer sagt, also pass auf, gefahren bin ich, ist nicht mein Auto, aber ich habe es wieder reingetankt, weil ich gefahren bin. Ja, stimmt, das wäre eigentlich fair. Noch nie, noch nie. Und irgendwann bist du das so leid, weil es sind ja auch Kosten. Weil, guck mal, du bereitest jedes Mal die Autos vor.
Das kann man sich jetzt nicht vorstellen, aber wir stecken da echt auch Mühe rein. Ja, das sind ja auch Kosten, die die Leute gar nicht sehen, wenn die ankommen, ne? Die erwarten das einfach. Ja, die denken. Aber ich sag's dir ganz ehrlich, ich verstehe, warum mancher Händler sagt, Probefahrt 50 Euro oder 35 Euro oder irgend sowas. Ne? Wenn du es nie kaufst, hast du halt bezahlt. Und wenn du es kaufst, kriegst du es verrechnet. Ja. Stößt halt ganz vielen sauer auf. Ja, ja. Ich glaube, da kriegst du ganz viele schlechte Bewertungen. Ja, ne? Kriegst du. Hallo. Hast du das gehört, Kunde? Alter, ist ja übelst. Das ist ja übel. Warte mal, Achtung. Alter. Da ist auch was ganz Böses los da vorne, hä? Also ich denke, der ist schneller als die Serie. So, und das ist dann halt so, ja, wie soll man sich verhalten? Man weiß es dann immer nicht so richtig, oder? Also, finde ich, wie verhält man sich dann richtig? Lässt man trotzdem fahren? Ärgerst du dich auch als Verkäufer wieder hinterher, weil du dann nie wieder was vom Kunden hörst? Ja, ja. Der ist alles super gefahren. Ganz toll, hat man letztens erst den Fall. Hätte ich nie wieder gemeldet, welches Auto war das? Wollen wir mal nachdenken. CLS 350, der seine Frau fragen musste. Hat sich nie mehr gemeldet. Also ich weiß von nicht, wir können dann nochmal nachfragen, aber ich glaube, er hat sich nie mehr gemeldet. Kann sein, dass er morgen noch meldet, aber bis jetzt kam nichts mehr. Na? Ja, haben wir auffahren lassen? In der Hoffnung, naja, vielleicht zieht es ja, aber. So, und gerade hier bei solchen Kisten hier auf irgendwie für Bahnfahrt Schmille, da fragst du dreimal nach, ob du den jetzt hier eine Runde drehen lässt, weil die Autos sind irgendwie gerade untermotorisiert. Na, und wir wollen die Leute ein bisschen auch in ihrer Komfortzone lassen. Vom Sound her ist es brutal. Das Ding macht von vorne und von hinten Lärm. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber übelst geschmeidig, ne? Übelst geil. Ja, passt gut zusammen. Fühlt sich gut an, ja. Aber richtig. Warten mal, bis ein bisschen Platz ist. Das Ding ist auch richtig böse hier. Also da ist wirklich wie die Corvette böse. Wir knallen es mal raus. Der Sound, Alter. Gottes Willen. Ja, geil. Hör einfach nur hin. Ja, schon so ein Ding mal auf der Rolle und der hat ja auch exakt Serie abgeliefert, ne? Der rote. Ja. Das Video dazu noch nie gelaufen. Jetzt kam ja nicht. Der hier wickelt der Kollege ja auch wahrscheinlich schon. Nein. Hä? Oh nein. Nein. Lieber nie! Gucken, was passiert. Ja, Grip ohne Ende. Ja, krass, ne? Oh, hast du das gehört durch den Tunnelkunde? Das war geil. Wollen wir das nochmal? Soll ich hier nochmal vorbei tun? Dreh nochmal um. Alter, komm! Alter! Um Gottes Willen! Da fallen dir in den Tunnel die Ohren ab, wenn schon vorbei, Hammer. Dann kannst du auch wissen. Ja. Also ich sag mal, es ist kein Autobahn-Racer. Obwohl das Laune macht, ist Landstraße. Ja, ja. Da macht das richtig Bock. Schön mit Schaltwippen ein bisschen so ja, rumfahren. Macht übelst Bock, ja. Wirklich. Vor allem, wie es klingt, ist immer abartig. Mal gucken, ob man das Ansauggeräusch hört, wenn ich hier mal. Bremse ist auch krass, muss ich sagen. Bremse ist richtig krass. Das ist gut. Also, sie bremst wirklich fast nur antippen. Fängst, hält das Ding direkt an. Wenn ich mal richtig nach Eis gehen, fliegst nach vorne. Ja, geil, nee, mach übel. Und ich bin jetzt zum Vergleich eine PCCB, also eine Keramikbremse von Porsche gefahren. Und die packt schon echt gut zu. Dann kann man die meckern, ne? Boah, das kann man hier ewig hier rumdrehen, ne? Das im, ist das im Letzte. Turbo oder was noch? No. Ja. Und dann umgestiegen in den 140er. Ja, 600er. Geil. Oh Gott. Da hast du das Gefühl beim ersten Bremsen, Gott, der bremst überhaupt nicht. Ja, das ist so unklar. Eigentlich muss ich mich auch rausstellen, wenn du vorbeifährst, ne? Das ist eigentlich noch geiler. Das musst du ja auch, ne? Deswegen setz dich jetzt dort ab. Gut, und dann drehst du bei diesem ja. Parkplatz, weil wir meine Autos stehen haben. Sound? Amazing.
Amazing. Und vor allem beim ersten Mal war es amazing. Ja, ich war jetzt am vergessen, im Sportmodus zu fahren. Ich nicht warte. Weil das der Mustang ist für mich eigentlich auch ein Auto mit der Cruise die ganze Zeit. Ja. Mach's einfach nur so diesen hier so. Na? Den entspannten. Den entspannten Enrico machst du hier einfach nur, weißt du, ich bin. Einfach Gas geben und chillen. Genau, und dann, wenn du deine 5 Minuten hast, dann hören wir so ein Ding mal richtig in die Schnauze. Geil. Ja? Und dann, wenn du keinen Bock mehr hast, dann machst du wieder diesen. Und eierst wie so ein Trottel vor dich hin und behinderst den Verkehr. Und jeder denkt sich, Konnte, fährst die übelste Bolidenkiste und fährst die los. Ja, was Laune macht man im Auto? Ist die Fahrboxen an? Ja. Gehen jetzt gleich mal hier raus, ne? Jawohl. Oh mein Gott. Also ich bin jetzt hier im S-Modus und auf Rennstrecke und das war jetzt wirklich meine Katzengerade, ne? Jo. 11.1, also ich behaupte alleine 10.8 oder was? Ja, 10.7, 10.8 sowas, kann schon sein. Ne? Und mit ordentlicher Soße. Ha? Mit ordentlicher Soße natürlich. Ja. Nee, ich denke mal, also ich würde mal sagen, eine Software drauf und du fährst hier eine 10er Zeit. Mhm. Ich weiß nicht, ob man noch einen größeren Vordelbody irgendwie einbauen kann, also eine größere Drosselklappe irgendwie, ob da was geht in die Richtung. Nockenwelle und so ein Zeug, da geht richtig was. Okay. Ich denke, da fährst du um die 520 PS bestimmt. Schätze ich mal. Ich mag den vom Innenraum her sehr, muss ich sagen. Das wirklich, ne? Cool. Er ist, man, ganz ehrlich, machen wir es noch nicht vor, es ist preiswert gemacht alles. Na klar. Ne? Ja. Also man hat hier schon die Kosten im Griff gehabt, aber es wirkt nie billig. Nee. Ich finde das ja cool hier mit diesen Schalterchen. Das und so. Ist witzig, ne? Das ist Lambo-Style. Das ist cool. Auch das Navi taugt was, also ich finde das wirklich nicht schlecht. Mhm. Doch, gefällt mir auch. Ja. So, ich wollte es mal gucken. Natürlich, jawohl. Oh, da eben. Upsi. Scheiße, schnell. Warte mal ganz kurz. Nein, falscher Knopf. So, warte ganz kurz. Race. Scheibe runter, Kunde. Ne, wir machen nur meine Scheibe hoch, oder? Ja. Ich mach mal einen ganz kleinen Kickdown jetzt hier. Wir fahren mal 80 und wir ärgern mal unseren Hintermann ein bisschen. Und wir schleunigen jetzt mal hier aus dem Tunnel raus. Ich glaube, wir überholen uns schon. Alter, oh Gottes Willen! Die Karre ist so krank! Ja. Um Gottes Willen! Tja, das geht jetzt auch Bus in den Hinterweg. Ich weiß gar nicht, wie viele dB das sind. 6000 ungefähr? 6000. Ungefähr 6000 dB. Ich sag dir so, wie es ist, wenn du hier in die Polizeikontrolle kommst, fallen dem Cops die Ohren ab. Dann laufst du nach Hause. Dann sagst du, geil ist es. Oh stell dir vor, du kommst in die Kontrolle und die sagen, wir machen eine dB-Messung und du so ganz, ganz easy hier, Jungs, für euch ihr Platz. Ja. Safety first, Jungs. Nee, das Trommelfell platzt. Geil. Oder die nauen einfach das Gerät weg hin. Das Ding platzt, gut. Das explodiert einfach. Mega geil. Sensationell. Es kann aber auch sein, dass der gar nicht so weit von der Seine entfernt ist, dass es einfach nur so krass vorkommt. Mhm. So, warte mal. 13 Liter auf 100 Kilometer, wenn ich das gerade richtig sehe. Ja, 5,8 mit der Leistung geht das auf jeden Fall. Aber sowas das von. Ist schon auch daily. 13,2 jetzt. So wie es gefahren sind. Alter, die letzten 30 Minuten, wir haben nur Scheiße gemacht. Ja, ne? Ja. 13,2 Liter. Ja, das ist schon gut. Das ist schon sehr gut. Für einen normalen Menschen, ja, der sich normal benimmt, der ja. Fährt hier wahrscheinlich mit 11, 12 Liter. Das ist schon krass eigentlich, ne? Ja. Mit der Leistung so ja. Einen Verbrauch hinzulegen. Das muss man auch wirklich mal sagen. Es gibt so viele, vor allem Amis, die wesentlich weniger verbrauchen, als wie sie wirken. Als man, denken, als ja, wirken, ja, als man ja, denken würde. Ja, ja. Ja, wenn du so denkst, du siehst die Karre und denkst, 25 Liter immer. Ja, ja locker. Hm. Machst an, 25 Liter sind weg. Ne? Nee, das stimmt aber gar nicht. Das ist wirklich das ist ein Ammenmärchen, schon immer. Also die Zeiten, wo die Dinger richtig geschleust haben, sind so richtig lange schon vorbei. Hm. Also das war schon bei der C5 Corvette und so, das Ding war ein Sparwunder, selbst eine Dodge Viper GTS mit 8 Liter oder 8,3 Liter Hubraum braucht nicht so viel Sprit, wie man glauben würde bei normaler Fahrweise. Und auch die rote Corvette war ja eigentlich relativ sparsam, ne? Für ihre 7 Extrem. Liter. Ja. Extrem. So ein Auto fährst du mit 11, 12 Liter, wenn du das willst. So krass. Und manche deutschen Autos verbrauchen so viel damit. Und die noch, genau. Und die deutschen Automobilhersteller machen übelste Kopfstände, um irgendwie unter 10 Liter zu kommen, yeah. So ungefähr, weißt du?
Apropos, was ist denn übrigens am beliebtesten? Ich habe gestern mit der Lisa philosophiert. Was ist den Leuten am wichtigsten? Ein Panoramadach oder eine Standheizung? Oh, schwierig. Ja. Das würde mich mal interessieren. Schreibt mal in die Kommentare oder im Chat. Entweder Panoramadach für eine 1, eine 1 und Standheizung die 2. Was ist wichtiger bei so einem Auto? Mhm. Klar, kommt aufs Auto drauf an. Na klar, brauchst du einen Ford Mustang mit einer Standheizung. Ich glaube, da scheiden sich die Geister, ne? Was, ja, was das angeht. Also ich sag mal, bei einem SUV ist beides schön. Aber eigentlich wäre beides, also ich wollte auf, mir wäre das Panoramadach egal. Ja, auch so ein A6 zum Beispiel oder irgendwie sowas Avant-mäßig. Ist schon geil, wenn du ein Panodach hast. Ne? Aber weißt du was, wir haben ein Panoramadach. Wir machen dieses Drecksdach, mache ich nie auf, weil das Kind die ganze Zeit blendet. Ja, ja, boah, Duo! Ja, das ist geil. 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 Ich stelle ihn jetzt mal wieder hier hin. So, aber ansonsten, super. Also mit dem Auto bin ich zufrieden. Und der Zustand ist sensationell, ne? Ja, also, ist es. Braucht man nicht quatschen. Also ich denke, klar, logisch, wir wollen das Auto ja alle verkaufen, ist ja ganz klar. Aber ich kann das Auto wärmstens empfehlen. Hier musst du nichts machen. Ich würde ihn so lassen, wie er ist. Würde hier nichts dran verändern an dem Ding. Der ist so, wie er ist, ja geil. Yep. Felge, Fahrwerk, Optik, Sound. Einfach mal ein Black Beauty, ne? Einfach schick. Einfach geil. Oder Black Beast, wie du es nennen willst. Aber die Felge steht dem Auto so übertrieben gut. Und mir gefällt auch, dass der Reifen ein bisschen bauchig, so racy-mäßig ein bisschen auf der Felge steht. Ja, dass ja, er nicht so gestretched wirkt. So wie Tuning halt, so, weißt du? Sondern... Das sieht geil aus. Auch wie das hier unten so ein bisschen reingeht. Sieht halt einfach rennsportmäßig aus, das Ding. Das sieht schon cool aus, ne? Ja, aber extremst. So, ich muss jetzt zum Termin. Bis dann, Leute. Tschüss.